Nachdem es in der letzten Folge nicht so gut aussah mit meinem Skill, hoffe ich mal, dass es heute besser aussieht bei 6-2 Gruselkatakomben. Und hier können wir einen Schlüssel freischalten. Wie glücklich er dann aussieht. Süß. Genau, hier können wir einen Schlüssel freischalten. Den womöglich letzten Schlüssel. Um unseren letzten Freund zu retten. Und um diese Person... Diesen Freund, aua, den wollte retten. Um die soll es heute in der Folge gehen. Über die möchte ich schon seit Folge 1 sprechen, aber... Alter, ich komme nicht durch. Boah. Boah, die sind aber richtig böse platziert. Da kommt man wirklich gar nicht durch. Boah. Okay, von Block zu Block am besten. Ja, von Block zu Block ist es am besten. Macht's genauso wie ich, Freunde. Genau, um die soll es nämlich gehen. Aber... mehr dazu, wenn wir sie dann gerettet haben, würde ich sagen. Oder wenn wir in dem Level sind, besser gesagt. Ich denke, ihr wisst sowieso schon alle, wer es ist und worum es geht, aber... falls nicht, warte ich noch ein klein bisschen. So, und jetzt kriege ich meine Rache an euch ausüben. Ihr habt mir einen One-Up geklaut, das schuldet ihr mir. Ansonsten, schuldet ihr Pac-Man noch ein Abendessen. Das habt ihr ihm gerade beschert. Wunderbar. So, ich hoffe, mein Skill wird heute ein bisschen besser. Und was bist du denn für einer? Du bist ein lustiger. Die sind lustig, ich mag die. Ey! Was zum? Die können Feuer speien. Das wusste ich nicht. Jetzt weiß ich's. Hier war noch eine Coin, die habe ich natürlich gesehen. Die ist sehr offensichtlich. Das geht nicht? Schade. Das ist einfach so Trump, so. Ah, das P, das P, das P, das P, das P. Achso, ist eine unsichtbare Wand, schade. Tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Und das One-Up, das nehme ich mit. Da haben mir die Geister doch das One-Up wieder zurückgegeben. Das ist aber nett von denen. Das war wirklich nett von denen, oder? So. Die haben wahrscheinlich Angst vor mir. Ich meine, ich bin schon in ihr Revier ja drin. Okay. Interessant. Mach mal auf, die gute Stube. Was zum... Ha? Sammeln erstmal alle Packpunkte ein. Was wird denn das jetzt hier? Boing, boing, boing. Schon wieder die gleiche Treppe. Aha. Baka, 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 baka. Die können wir jetzt auch noch essen. Da waren drei. Schau mal, den habe ich jetzt ehrlich jetzt sogar verpasst. Und ich darf gleich nochmal nach komplett unten gehen. Aber ich glaube, hier geht es vielleicht sogar weiter tatsächlich. Und ich glaube, hier oben ist nur Schlüssel für... Nee. Obwohl doch, ich glaube, das ist ein Muss, das einzusammeln, oder? Weil der Schalter bringt einen jetzt weiter. Hat sich gereimt. Teilweise. Wie auch immer. Ja, hier geht's weiter. Wow. Das A. Ich will mal stark hoffen, dass die ganzen Buchstaben hier... auch überall platziert worden. Hey, was bist du denn für eine Spinni? Ich weiß nicht, wie sieht man die Elemente im Spiel? Die hätte man... Ich springe lieber. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, hier sieht man Elemente in dem Spiel, die hätte man aber auch in den letzten paar Welten sehen können. Der zum Beispiel. Wo war der in den letzten paar Welten? Vor allem so in der Vulkan-Lava-Welt. Also... bisschen komisches Ganze, finde ich. Okay, dreh du dich mal. Ah ja, das nächste Labyrinth-Level befindet sich hier. Das will ich auch gerne mal machen. Das war mein Todesschrei. Ja, so höre ich mich an, wenn ich sterbe. Auch in real life. Okay, keiner will ich labern. Machen wir einfach das Labyrinth. Machen wir einfach das Labyrinth. Oh, oh, auf einmal so dunkel. Und immer noch Feuer. Da krieg ich aber Angst. Aber diesmal ist das Feuer anders. Du kannst es mal nicht so gut erkennen, wenn das Feuer auf dich zukommt. Das ist natürlich nicht so vorteilhaft vor allem. Das muss. Ja. Ne? Ja. Ja, ne? Mhm, hab ich kurz gewartet. Wagga, 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 wagga. Mhm. Hier da oben will ich mir noch gerne schnappen.
Dankeschön. Schnischnaschnappi. Den Schnappi, Schnappi, schnapp ich mir. Und. Oh, ich schnapp ich mir auch noch schnell. Ja, yeah, damit ihr erstmal den ganzen Weg nach hinten rennen müsst. Da hatte ich mich hier oben. Die letzten drei Pünktchen. Mir schnappe. Geschnappt. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich hoffe, man hört den Controller nicht die ganze Zeit so laut. Weil es ist genau das, was ich nicht so gerne möchte. Ich möchte auch nicht so gerne hier verplanscht werden. Mit der Mario Tom-Zeil. Ich habe nur die Partikel gesehen, dachte so, oh, oh. Da sind nicht so gut da zu stehen. Okay, das war. Close. Das war locker was da oben. Oder? Ach, das ist eine unsichtbare Wand. Geht gar nicht. Okay. Schade. Hätte man gut was verstecken können. Oh. Ja gut, wenn es für ein One-Up ist, ne? Also für ein One-Up stehe ich gerne länger an der Schlange. Na klar. Wer denn bitte nicht? Findest du es nicht, wie mich One-Ups so überhaupt nicht interessiert haben? Das ganze Spiel lang. Und erst jetzt. Am Ende des Spiels interessieren sie mich doch nochmal. Okay, die kann man nicht ändern von der Richtung her. Sieht ein bisschen so aus, aber nee. Die gehen in ihre eigene Richtung. Weiß nicht, wie man nach oben unten steuert. Ich glaube, die machen das genauso auch von alleine. Oh, gruselig hier, gruselig, gruselig. Sollte ja auch sein, aber. Still. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas verpasst. Ach, nicht schon wieder sowas. Oh nein. Spiel, du weißt doch, dass ich sowas nicht mag. Und ich bin mittlerweile sehr sicher, dass ich irgendwas verpasst habe. Wo ist das C? Ist es hier? Nee, hier ist noch ein One-Up. Mann, ist ja schön und gut, die ganzen One-Ups, aber. Nee, ich muss sowas von was verpasst haben. Ja, guck mal, wir sind schon so weit und es kam noch kein Buchstabe mehr. Und was ist da faul? Was ist das jetzt hier? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich gehe erstmal weiter, bis ich einen wirklichen Grund habe, hier zurückzugehen. Ich meine, ja klar. Bin mir schon ziemlich sicher, dass mir was fehlt, aber noch habe ich jetzt keinen Beweis dafür. Und den aktiviere ich jetzt noch nicht. Weil maybe ja doch das C ist. Höchstwahrscheinlich ist ja das M schon, oder? Wenn überhaupt. Ich traue dem Spiel nichts mehr zu. Also nichts mehr. Vertraue ihm nicht mehr, meine ich. Egal, ich bin die ganze Zeit am Überlegen, wo könnte der Buchstabe sein? Wo könnte da sein? Ich habe absolut keine Ahnung, wo der sein könnte. Ich, keine Idee. Kein Plan. Bum, 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 bum. Aha. Was finden wir denn hier so schönes? Eine Coin! Ja, leider kein Buchstabe. Bei dem hätte ich mich auf jeden Fall sehr gefreut. Aber stattdessen kriege ich nur. Ach, das war der Schlüssel! Schlüsselmeister Achievement! Das war der Schlüssel! Lol. Okay. Aber ich kann nicht realisieren, dass das der Schlüssel ist. Ich dachte, das wäre irgendwie. eine Bombenpille oder so. Okay. Keine Ahnung, wo das Ziel ist. Ich gehe jetzt tatsächlich erstmal weiter. Bis ich das empfinde. Zum. Wieso ist denn das einfach mal alles so gut versteckt? Oh. Den ganzen Weg hier zurückzugehen, habe ich gar keine Lust. Oh, guck mal, ich muss sogar. Ich muss sogar. Mach mal hinne. Ich muss ja noch durch. Der Zug wartet nicht auf mich, weißt? Okay, die Metall. Die Metal Cap. Aber wofür brauche ich sie? Ach! LOL, ich hab's gesehen. Oh mein Gott, wie böse war das denn bitte versteckt? Nur so kommt man an das C ran. Ich habe nichts verpasst. Boah, ich bin so froh, dass ich mich dazu entschieden habe, weiterzumachen. Ich hatte so viel Lebenszeit verschwendet, zu suchen nach etwas, was gar nicht da ist. Oh, aber das war echt böse versteckt, Junge. Okay, wir müssen noch gleich auf jeden Fall nochmal nach links. Wenn wir die Frucht gefunden haben, die sich jetzt in der nächstgelegenen Kiste befinden wird. Aha. Es ist immer das gleiche beim Spiel. Es ist immer das gleiche.
Aber insgesamt muss ich sagen, das Level-Design des Spiels ist solide. Definitiv solide. Okay. Warten. So. Boing. 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 Und jetzt können wir ganz schnell. Du, 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 du. Oh, Skill, Skill, Skill. Oh. Das war kein Skill. Doch, alles geplant. Alles. Schaut, das ist dann Timing perfekt abgepasst. Das war natürlich alles geplant. Was? Da ist das. Aha. Aha. Das ist ja super. Haha. Okay, hoch da. Wieder sowas. Aber wenn ich Glück habe, ist es das letzte Mal in diesem Spiel. Wäre auf jeden Fall wünschenswert. Wenn es das letzte Mal wäre. Mit so einem blöden Turm. Ich gehe down. Ist so gut. Hau mal ab. Danke. Ich will ja ungern runterfallen. Ungern. Ja, war ja klar, wenn ich sage, dass es dann noch passiert, ne? War ja eigentlich klar. Schnell, schnell, schnell. Damit ich die nicht abwarten muss, genau. Und ihr seid weg. Und ich hab das N, denn ihr wisst alle, das N zeigt das Ende. Yeah! So, ich habe noch mal ein bisschen das Bonus-Game gespielt für ein paar One-Ups. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, vor allem in dieser Welt die Bonus, das Bonus-Level hier zu machen. Das kriegt man ja, glaube ich, nur dann, wenn man alle Früchte gesammelt hat oder so. Auf jeden Fall. In der letzten Welt lohnt sich am meisten, weil du dir die meisten One-Ups bekommst. Okay, gut. Dafür ist die letzte Welt natürlich auch am schwierigsten. Dennoch wollte ich es mal erwähnt haben, dass man hier wirklich die größte Ausbeute bekommt, wie ihr auch sehen könnt. Dass ich jetzt auf einmal schon wieder bei 35 One-Ups bin. Ja. Okay. So, da haben wir dann das nächste Level. 6-3. Große Gefahr. Und da hat man auch schon gesehen, wen wir da retten. Und zwar... große Gefahr. Naja. Ja. Das letzte normale Level, wie es scheint. Genau, und wen wir da retten... Das ist wirklich ein Traumzieliger. Ist die ist ein neuer Charakter. Komplett neuer Charakter, den gab es damals im Original nicht. Denn da war nämlich ein anderer Charakter. Und dieser neue Charakter setzt diesen Charakter. Und zwar ist das jetzt hier die Pac-Mom. So heißt sie offiziell. Ich weiß, sehr komischer Name, aber die anderen haben auch so einen sehr seltsamen Namen. Pac-Junge. Alles. Pack-Kumpel. Weiß nicht. Weil, okay, vom Namen her passt sie da auf jeden Fall ganz gut rein, weil sie alle so einen komischen Namen haben in dem Spiel, aber eigentlich ist hier Miss Pac-Man. Also im Original war hier Miss Pac-Man. Aber der Grund, warum Miss Pac-Man nicht hier drin ist, liegt so ein bisschen an so ein paar... ja, Lizenzierungsrechten Problem, ne? Weil das Problem ist nämlich, dass Bandai Namco, also Bandai Namco, ne, gehört natürlich Pac-Man und haben auch dieses Spiel hier gemacht. Noch das Original, glaube ich. Auf jeden Fall, ne, Bandai Namco, den gehört Pac-Man. Aber den gehört Miss Pac-Man nicht. Das gehört nämlich jemand anderem, und zwar Miss Pac-Man ist damals anders entstanden, und zwar irgendwelche, ich glaube irgendwelche Fans oder so haben Miss Pac-Man damals gemacht. Als so, wie so eine Mod zu Pac-Man. Und dann dachte sich halt Bandai Namco damals so, oh cool, euch nehmen wir unter Vertrag. Das wollen wir gerne verkaufen. Ich sag mal eure Mod, ne? Weil so Companies wie Nintendo würde ja sofort weggestrikt werden, aber da, Bandai Namco dachte sich damals so, yo, das können wir doch einfach verkaufen, was die Fans da gemacht haben. Bisschen ähnlich wie heutzutage bei Sega, auf jeden Fall. Mist, habe ich schon 40 Leben, wow. Ja. Und ihr könnt euch, glaube ich, schon denken, wie die Geschichte weitergeht. Denn, ich glaube, diese Leute haben die Rechte weitergegeben oder weiterverkauft oder so. Ich weiß noch nicht die einzelnen Details, ich weiß noch alles grob. Auf jeden Fall haben diese Leute die Rechte weitergegeben. Oh, verdammt, ich dachte, ich hätte es jetzt. Warum gucke ich einfach nach? Mein Gott, sorry Leute. Ich glaube, Ad Games heißt die Company.
Und diese Company, die jetzt gerade Miss Pac-Man besitzt, also die Lizenz zu Miss Pac-Man, die ist sehr darunter bekannt unter deren sehr schlechten Bootleg-Konsolen, die man sehr oft im Laden sieht. So 150 Games in One oder sowas, ne? Haben bestimmt schon viele von euch im Laden gesehen. Und solche Leute besitzen jetzt die offizielle Lizenz von Miss Pac-Man. Zumindest ist das, was von dem ich weiß. Es kann sein, dass ich euch hier ein bisschen Blödsinn erzähle, aber das ist auf jeden Fall das, was ich davon weiß. Ihr könnt auf jeden Fall ein bisschen googeln. Für die Leute, die mehr interessiert drin sind. Die mehr erfahren wollen. Was? Ich bin übrigens noch nicht fertig, aber... Wieso? Alter. Da war der Pfirsich ja anscheinend... Ach, da oben ist er doch. Wieso habe ich den doch vorhin nicht eingesammelt? Hier ist er doch. Aber das beantwortet noch lange nichts. Ja, hieß es A. Ah, okay, schön und gut, aber wo zum Teufel ist bitte das... P. Oh, nee, wo ist das P? Moment, Freunde, das muss ich jetzt erstmal suchen. Sorry, dass ich jetzt ganz viel Backtracking betreibe. Ich mag gleich einen Cut zurück, aber... Oh, aha. Aber erstmal ist das P am wichtigsten. Und das wird wahrscheinlich hier sein, weil hier war ich nicht. Hier war ich definitiv nicht. Oder ist es hier nicht? Doch. Okay. Ja, ich erzähle euch gleich die Story weiter. Ich cut kurz nach drüben. Okay, hier sind wir wieder. Und ich werde die ganze Zeit getroffen. Aua. Lach du nur. Muss ich lang? Hier lang muss ich wahrscheinlich. Ja, hier muss ich lang. Auf den Wolken. Verschwinden dann. Denkst du so, oh mein Gott, aua. Der Typ mag es wohl gerne, hier im Wasser zu liegen. Okay. Genau, ich wollte euch ja die Geschichte weiter erzählen. Und zwar, natürlich haben sie die Rechte nicht mehr gehabt zu Miss Pac-Man. Und dann musste halt ein neuer Charakter her. Entweder, also der Name und das Design muss natürlich komplett abgeändert werden, ne? Weil sonst ist es zu nah, zu ähnlich und dann kann AdGames sie einfach verklagen. Das ist übrigens schon mal passiert. Weil Bandai Namco das vermutlich mal nicht gecheckt hat. Und ganz ehrlich, ich hätte das auch nicht gecheckt, weil das auch eine sehr crazy Story ist und alles sehr kompliziert ist. Und ja, die hatten erstmal einen anderen Charakter gemacht. Ich weiß nicht mal, wie sie hieß, aber dieser Charakter war exklusiv nur für so Pac-Man Merchandise Läden in Gebieten, die nicht Deutschland sind, auf jeden Fall. Genau. Aber dieses Design hat wirklich nicht lange gehalten, weil kurze Zeit später man in einem irgendeinem Pac-Man-Spiel Pac-Mom gesehen hat. Ich weiß nicht, ob es irgendwie ein Bandai Namco Museum oder so war. Pac-Man Museum oder so, wie es heißt. Kann sein, dass es das war. Es kann auch sein, dass es ein anderes Spiel davor schon war. Aber auf jeden Fall sieht man es in diesem Spiel. Und dieses Spiel hat tatsächlich, anders als ich das dachte, dieses Spiel hat Miss Pac-Man nicht erfunden. Pac-Mom, sorry. Namen so ein bisschen ähnlich. Genau. Pac-Mom wurde hier nicht erfunden. Die wurde schon ein paar Spiele vorher erfunden. So viel ich weiß. Ja. Und die wird höchstwahrscheinlich jetzt Miss Pac-Man für immer ersetzen. Also keine Ahnung, wie es jetzt mit... Geht es überhaupt weiter? Keine Ahnung. Ich habe eigentlich hinten einen Checkpoint gesehen. Deshalb denke ich mal, dass es hier nicht weitergeht, oder? Ich habe keine Ahnung. Hier ist das N. Okay, genau. Jetzt ist die Frage, mögt ihr Miss Pac-Man mehr oder Pac-Mom? Ich muss sagen, ich finde Miss Pac-Man persönlich viel besser. Meiner Meinung nach ist sie viel besser. Aber das ist natürlich auch nur Geschmackssache, Meinung. Fakt ist, wir werden Miss Pac-Man höchstwahrscheinlich nie wieder in einem Spiel sehen. Kleiner Fun Fact, es gab damals ein SNES-Spiel, wo es Miss Pac-Man gab, als so einen sekundären Charakter. Und sie wurde in dem Nintendo Switch Re-Release von diesem Spiel, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, irgendwie Pac-Man 2 oder sowas. Ich weiß wirklich nicht, was es war. Auf jeden Fall gibt es das Spiel auf der Switch und da haben sie nochmal alle Texturen geändert, die irgendwas mit Miss Pac-Man zu tun haben, damit es jetzt aussieht wie Pac-Man. Finde ich echt krass. Stimmt, genau. Die haben da tatsächlich auch die Texturen geändert von dem Kind. Ich weiß nicht, ob es beide Kinder waren. Ich glaube,
die Rechte zu einem oder vielleicht sogar beiden dieser Kinder wurden auch geändert. Aber ganz ehrlich, dass die Kinder irgendwann das Design geändert bekommen, das war eigentlich klar, finde ich. Also, ich glaube, das juckt jetzt niemanden so wirklich, dass da irgendwie das Peck-Kind, Peck-Kumpel, was auch immer, wie die hießen, dass das Design jetzt geändert wurde. Ich meine, das sind halt kleine Kinder, natürlich werden die sich halt irgendwann ändern. Ich denke nicht, dass dieser Junge zum Beispiel für immer diese blaue Kappe tragen wird. Der bestimmt irgendwann ein anderes Aussehen haben. Vielleicht wird es auch die Bedeutung sein, dass er irgendwann einfach der Pac-Man wird und Pac-Man ist dann einfach Opa-Man oder sowas. Keine Ahnung, Mann. Aber bei den Kindern finde ich es nicht so schlimm. Aber Miss Pac-Man finde ich schon schade, weil ich meine, Miss Pac-Man ist auch sehr historisch. Ist auch einer der, wenn nicht sogar der, allererste weibliche Videospiel-Main-Character. Ne? Das finde ich schon krass. Dass dann so ein Charakter verloren geht. Ne, wisst ihr, was ich meine? Das ist schon echt krass. Und auch traurig irgendwie zugleich. Naja, das wollte ich auf jeden Fall gesagt haben. Für die Leute, die jetzt gerade nicht wissen, wie wie Pac-Mom aussieht. Also Miss Pac-Mom habe ich höchstwahrscheinlich schon eingeblendet. Ansonsten werde ich es gleich machen, wenn wir bei Pac-Mom sind. Was zum? Ich habe es noch nicht eingesammelt? Was ist denn da hinten? Da war ich aber auch noch nicht. Achso, ja, da komme ich jetzt hin. Ich wollte gerade sagen, so, hä? Aha, ja, da ist es auch schon, ich sehe schon. Hey, wie komme ich da hoch? Ich schwinde mal. Danke. Ist das Ende? Ups. Auf jeden Fall, wenn ich sterbe, dann schon. Dann ist auf jeden Fall das Ende. Okay, Moment. Machen wir erstmal das Labyrinth. Okay. Machen wir erstmal das Labyrinth, bevor wir da jetzt weitermachen. Bevor ich das Labyrinth noch vergesse, ja. Das wäre jetzt nämlich ein bisschen problematisch, wenn ich es vergessen würde. Wieso machen wir das jetzt? Let's go! Du, 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 du. Das letzte Labyrinth! Okay, das war eine Lüge! Das ist nicht das letzte Labyrinth, was wir machen werden. Aber auf jeden Fall das letzte Labyrinth vom Endboss. Na, warum mal. Ich weiß nicht mehr. Wir haben eine ganz coole Geschichte mit. Eine ganz interessante Geschichte, meine ich natürlich, ne? Nicht cool. Überhaupt nicht cool. Ja, falls ich da irgendwas Müll gelabert habe oder ihr was ergänzen wollt in den Kommentaren, könnt ihr das natürlich gerne machen, falls ihr euch da auskennt. Ich habe jetzt nur das erzählt von dem, was ich davon weiß. Ne? Natürlich braucht ihr jetzt mir nicht unbedingt glauben, ne? Auf jeden Fall für die, die sich da mehr interessieren. Einfach mal googeln. Dann kriegt ihr mehr Erfahrung, mehr Info als das, was ich euch jetzt geben konnte. Und ich merke erst jetzt, wie dumm die da alle eigentlich immer rumstehen, wenn sie da in ihrem Käfig sind, die Geister. Die sehen so aus wie so NPCs, die darauf warten, gecallt zu werden vom Spiel. Verdammt, mir fehlen da nur so ein paar Punkte. Boah. Oh mein Gott. Nein! Please! Ein Punkt! Boah, das war echt gerade ein bisschen schwierig. Ein bisschen gruselig. Das soll es auch sein, aber trotzdem gruselig. Boah, Junge. Okay. So, hier von hier. Genau. Boing, 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 boing. Und da seht ihr sie auch schon. Die Pac-Mom. Der Volksheld, so bin ich jetzt. Pac-Mama heißt sie hier. Du hast dir einen Kuss verdient. Ich wusste, du würdest das schaffen, Schatz. Jetzt nehmen wir uns Pac-Man vor. Ja, da bin ich doch auch für. Definitiv. Yeah! Yeah! Nein, für das A! Nein, für das A! Nein! Ich hab's nicht gemerkt. Ich hab so viel geredet, 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 geredet. Nein, das ganze Level von vorn. Ach nee, anscheinend kriegt man das Bonuslevel nur, wenn man alle Buchstaben gesammelt hat. Nicht, das hat nichts mit den Früchten zu tun, okay. Trotzdem, ja. Offensichtlicherweise werde ich jetzt kurz offscreen das A suchen gehen. Nur für euch. Ja Leute, seht ihr da hinten? Ist das Level Ende. Und bevor man... Wieso es schwer machen, wenn man es auch einfach machen kann, ne? Es ist... Meister des Pac-Man oder des P-A-C-M-A-N. Ja.
Hier, an der Stelle war das A. Leider musste ich das Level zweimal machen, um es zu finden. Plus ich musste bei beiden Malen jeden einzelnen Buchstaben nochmal neu holen. Ich hole es nochmal schnell das N, mach das Level zu Ende und dann... Ja. Okay, da habe ich dann nochmal das A gesammelt. Das war wirklich bisher ohne Grund der nervigste Buchstabe. Und ja, ich bin freundlich, weil ich mit allen rede. Willkommen zurück, Liebling. Ich wusste, du würdest mich retten. Ja, ich weiß nicht, ob die Persönlichkeit von ihr anders ist hier als von Miss Pac-Man. Basically ist beides, glaube ich, der gleiche Charakter. Keine Ahnung, was haltet ihr von der Thematik? Das war auf jeden Fall diese Folge von Pac-Man World Repack. Nächste Folge wird dann das Finale. Da werden wir dann Talkman so richtig eine reinhauen. Also seid dabei.